Hallo, grüße dich. Heute geht es um das Thema LinkedIn. Ja, LinkedIn ist eine Sache, die noch nach wie vor in Deutschland viele nicht auf dem Radar haben, aber es nimmt wirklich stark zu. Es gibt so ein paar Daten zum Beispiel, dass aktuell 700 Millionen Nutzer LinkedIn benutzen und bereits innerhalb des nächsten Jahres sollen es 1 Milliarde werden. Weltweit. Jetzt magst du sagen, naja gut, was hat das mit mir hier in Deutschland oder im Dachbereich zu tun? Naja, im Dachbereich war es zum Beispiel so, dass noch 2018 etwa 10 Millionen Nutzer LinkedIn benutzt haben und bereits jetzt 2020 15 Millionen Nutzer. Das heißt, es steigt mehr oder weniger exponentiell 50% in nur 2 Jahren. Das ist schon eine Hausnummer. Und du musst dir eines bedenken. Im Gegensatz zu Facebook, ja, registrieren sich dort Personen mit ihrem kompletten Lebenslauf, ja, in der Regel. Denn der Grund und der hauptsächliche Erfolg von LinkedIn und Xing ist, dass sich das ganze Thema Bewerbung, also HCM, Human Resources, also Personal, das ganze Thema Personal, ja, geschiftet hat hin zu LinkedIn und Xing, zu diesen Social-Media-Plattformen, die letztendlich ein bisschen anders sind oder gerade dabei sind, Social-Media-Plattformen zu werden im Vergleich zu Facebook. Und auch wirklich anders funktionieren wie Facebook, auch wenn sie teilweise Similaritäten drin haben. Ja? Oder wenn zum Beispiel der Werbemanager fast so aussieht wie der von Facebook, na, wurde halt ein bisschen abgekupfert, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie LinkedIn als solches funktioniert. Und du darfst dir eines nicht vergessen. Grundsätzlich mal möchte ich eines noch sagen zum Thema LinkedIn, weil ja viele immer sagen, naja gut, Social Media, ja, ist natürlich nicht so. Überlege mal, wann nutzt du persönlich Facebook und wann nutzt du persönlich LinkedIn? Wo bist du da gerade, ja? Bist du da gerade im Park joggen, draußen in der Freizeit, Sonntagnachmittag am See, liegst am See, ja? Oder bist du da gerade sozusagen auf dem Heimweg von deiner Arbeit, ja? Oder bist du da gerade während der Arbeit vielleicht sogar auf LinkedIn? Viele sind auch während der Arbeit auf Facebook, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Gut, da gibt es wahrscheinlich in der Realität sehr viele Überlappungen. Aber grundsätzlich bist du in einem komplett anderen Modus, wenn du auf LinkedIn bist, ja? Als wie wenn du auf Facebook bist. Auf Facebook bist du wegen Spaß, Freunde, ja, Events, Unfug, ja, all mögliche Katzenvideos, was weiß ich alles. Ja. Das heißt, dort reagierst du auch, bist du ganz anders sensibilisiert auf eine andere Ansprache als wie auf LinkedIn. Ja. LinkedIn, da geht es um Know-how, da geht es ums Fachliche, ja, da geht es darum, sich zu connecten, da geht es ums Networking, ja, vielleicht wegen einem neuen Job, ja. Ich würde mal sagen, das gibt es auch Studien dazu, so 90% aller derjenigen, die sich auf ihre Kontaktdaten auf Xing oder LinkedIn hinterlegt haben, tun dies in der Hoffnung, dass sie mal von einem Headhunter abgeworben werden oder ein tolles Angebot bekommen werden für einen noch besseren Job. Ja? Das ist sozusagen der Hintergrund, warum da eben ganz viele Leute auch sehr viel, wie ich schon eben gesagt habe, ihren kompletten Lebenslauf reingeschrieben haben. Ja? Und LinkedIn und die Plattformen wie LinkedIn und Xing, die fordern dich auch ständig dazu auf, dein Profil möglichst ausführlich auszufüllen und zu bearbeiten und auch immer wieder reinzuschreiben, was dein aktueller Job wirklich ist. Ja? Und all diese Dinge, und das ist natürlich nicht von ungefähr, dass das so ist, denn dieses Wissen, dieses Know-how von den überwiegend sehr, sehr gut gepflegten Profilen auf diesen Plattformen wie LinkedIn und Xing, dieses Know-how wird dann letztendlich wieder hintenrum sozusagen, was viele noch gar nicht wissen, genutzt, um dann sozusagen als Paket für bezahlte Pakete wieder an Kunden von LinkedIn zu verkaufen. Zum Beispiel eine Möglichkeit davon ist zum Beispiel der Sales Navigator. Sales Navigator von LinkedIn. Wo du eine ganze Menge Sachen recherchieren kannst. Also du kannst recherchieren,
nach Alter, nach Länge, Arbeitsort, Arbeitstyp, also Tätigkeitstyp, ja, Level, ja, an sozusagen hierarchischer Level. Du kannst präzise filtern und dann eben auch Leute entsprechend an viel gezielter ansprechen, ja, mit einer, sagen wir mal, einer halben Stunde oder einer Stunde Recherchearbeit, wo du normalerweise irgendwie 3 oder 4 oder 5 Stunden brauchen würdest. Und das Ganze kostet dich halt gerade mal, ich will jetzt hier nicht unbedingt viel LinkedIn-Werbung machen, aber das Ganze kostet halt gerade mal, ich glaube, an die 700, das kleinere Paket im Jahr, 700 Euro oder na, etwas mehr. 60 Euro aktuell, die verändern auch gerade ihre Preise. Also die passen sich auch ständig an, ja, dem Markt. Am Anfang war es ein bisschen zu teuer, glaube ich, für die große Masse. Ich glaube, jetzt sind sie runter auf 61, wenn du es monatlich zahlst und 49 Dollar oder Euro, wenn du es im Voraus zahlst ein Jahr. Aber schau es grundsätzlich mal selber an, das Ganze. Ja. Aber es geht eben darum, dass du für einen relativ kleinen Betrag sehr, sehr viele Möglichkeiten hier bekommst. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist hier zum Beispiel, ist, dass du möglichst dich vernetzt mit, sagen wir mal, hochwertigen Kontakten, die schon, sagen wir mal, auch eine gewisse Quantität mit sich bringt. Ne? Also wo die große Power bei LinkedIn eben ist, wenn du über Jahre hinweg letztendlich oder zumindest Monate hinweg dir stetig dein Profil aufgebaut hast, ja, immer wieder Recommendations eingeholt hast, ja, für die ganzen Jobs, alles, was du gemacht hast, deine ganzen Tätigkeiten und so weiter, dann hast du da wirklich sozusagen einen dynamischen Lebenslauf, ja, der für alle diejenigen zugänglich ist, selbst wenn du in Google recherchierst, kriegst du Resultate direkt auf LinkedIn und das ist halt einfach eine super Plattform. Und die kannst du natürlich nutzen in der Kaltakquise. Und ja, was wollte ich sagen? Ich meine, was hier super wichtig ist zu verstehen, ist, dass ja, viele zum Beispiel, die jetzt auch sagen, propagieren im Online-Marketing, ja, da kann man also viele Dinge machen, kann man auch zum Beispiel auf LinkedIn machen, sozusagen automatisiert Werbung schalten, aber hier muss man auch bedenken, dass man, sagen wir mal, um die 10 Euro Klickpreis hat, ja, wo man jetzt letztendlich bei 3.000 Euro Invest zum Beispiel hat man dann gerade mal, ja, 300 Klicks, also nur Klicks. Ja, CPC von 10 Euro ist eigentlich letztendlich Standard, so mehr oder weniger. Auf LinkedIn, da hat man noch nicht so viel zum Testen gehabt. Ne? Bei 300 Klicks ist schon nicht besonders viel. Also auch da braucht man mal Minimum, sagen wir mal, 10.000 Euro, dass man irgendwas bewegt, irgendwelche Daten überhaupt mal sammeln kann, irgendwie ein Feedback mal sehen kann. Wenn man da vielleicht noch dann 2 Landingpages hat und die irgendwie split testen möchte, dann, ja, dann geht es halt ganz schnell auch ins Geld. Und man kann ja natürlich auch manuell, wir machen auch sehr viel manuell dort und da kann man sehr, sehr gute Resultate eben hier fahren. Und das Gute halt zum Beispiel bei der telefonischen Kaltakquise, ja, ich sage immer, kombiniere online mit offline, aber was nochmal das Gute ist bei der telefonischen Kaltakquise, ist halt einfach, dass du letztendlich Marktrecherche, also Marktforschung, ja, letztendlich innerhalb eines einzelnen Gesprächs mit Akquise verknüpfen kannst. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt wie in einem der vorherigen Videos, wo wir besprochen haben beim Leitfaden, sagst, okay, gleich im Einstieg, du triffst auf einen Entscheider, ja, und sagst, okay, sind Sie, Herr Müller-Meyer, der richtige Ansprechpartner zum Thema XY? Ja, sagen wir mal E-Commerce, Usability oder irgendwie was, was du halt gerade versuchst zu verkaufen, Software. Dann kannst du es letztendlich über eine Plattform wie LinkedIn schon so stark vorher einschränken, dass du auch mit einem gewissen, ja, Grad an Erfahrung zusätzlich noch, ja, dass die Antwort auf diese Frage, ja, immer ein Ja sein wird. Ja. Und wir wissen ja, wenn du sozusagen Zustimmung einholst in deinem Akquiseprozess, erhöht sich dadurch wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Zeit bekommst. Ja, das ist sozusagen, also du, wenn du jetzt eine Zustimmung bekommst in deinem Ersttelefonat,
sag mal, du bekommst 10, 20 Sekunden der wertvollen Zeit deines Entscheiders geschenkt am Telefon und du erwirkst eine Zustimmung, ja, dann hast du meistens nochmal 10, 20 Sekunden nochmal zusätzlich Zeit, um nochmal eine Frage zu stellen, die nächste Frage und so weiter. Ja. Stimmt es, dass auch Sie im Unternehmen aktuell investieren, ja, in die Digitalisierung und so weiter, wie ich es eben schon auch im Video Leitfaden alles beschrieben habe. Und wenn du halt sozusagen diese Zustimmung nicht bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass das Gespräch relativ schnell beendet wird. Ja. Was noch ein weiterer Vorteil ist von telefonische, also Telefonakquise zu Online-Marketing, ist halt einfach, dass Status nicht entscheidet. Ja? Wenn du sozusagen auf Facebook Werbung schalten möchtest, ja, Facebook ist da sehr, sehr, sehr krass. Ja? Also Status. Hier zum Beispiel, jetzt mal einfach mal, wir machen jetzt einfach mal hier Vorteile. Vorteile machen wir mal grün. Grün, Vorteile. Vorteile Telefonakquise. Ja. So, habe ich irgendwie ein K vergessen? Oh, egal. Also, soll ein K sein. Vorteile von Kaltakquise. Kein Status nötig. Du brauchst bei der kein Status. Jetzt habe ich es wieder. Egal. Auf jeden Fall. Was meine ich damit? In Facebook ist es eben so. Wenn du jetzt hergehst und sagst, und es ist nun mal so, auch viele meiner Kunden haben halt einfach nicht mehr wie 10.000 Euro. Das ist für die eine Menge Geld, wenn die sagen, 10.000 Euro im Monat geben wir in Werbung aus. Online-Werbung zum Beispiel. Das ist eine Menge Geld. Ja? Und auf Facebook ist es halt so, dass du das ist ein Auktionsprinzip. Ja? Das heißt, genauso wie wenn du jetzt auf eine Auktion gehst, physisch, und da werden irgendwelche Bilder oder irgendwelche Antiquitäten auktioniert, die mit der meisten Kohle gewinnen. Fertig. Es ist völlig egal, ja, ob du jetzt der bessere Typ wärst, diese Antiquität mit nach Hause zu nehmen, ja, und dich um diese Antiquität zu kümmern. Ja, du bist der größere Liebhaber für dieses oder jenes Gemälde. Das interessiert den Auktionär null. Der den Finger hebt und sagt, ich biete mehr, der bekommt das verdammte Gemälde. Ja? Ganz einfach. Und genauso ist es einfach auch bei Facebook. Ja? Es ist der mit der Kohle bekommt die Aufmerksamkeit. Ja, und wenn du und Facebook in den Algorithmen, ja, hat auch mit eingebaut, dass wenn du wenig Budget ausgibst, einfach auch dir viel weniger Fehler leisten darfst mit den Richtlinien. Das ist nämlich das nächste. Richtlinien. Ja? Keine Richtlinien. Nötig. Ja, also es gibt in der Telefonakquise, kannst du sagen letztendlich, was du willst. Du hast deinen Leitfaden und alles. Ne? Du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht alles sagen, was du willst. Ich mache mal kurz das Licht an. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt mittlerweile zu dunkel geworden. Ich weiß es nicht. Okay. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Es gibt keine Richtlinien in der telefonischen Kaltakquise. Ja? Bei Facebook, ich glaube, also die ändern permanent ihre Richtlinien. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, bei Facebook, du musst irgendwie die alle lesen, verstehen und auch verstehen anzuwenden. Ja? Also du brauchst schon mal einen Experten, der sich nur um diese Richtlinien kümmert. Ja, und wenn du dann nämlich sozusagen ein neues Konto hast und die meisten, ja, mit denen ich zu tun habe, die haben auch noch nie irgendwie ein Werbekonto in Facebook eröffnet oder irgendwas, ja, dann ist es so, also zum Beispiel, du hast dort,
Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also bei Status zum Beispiel hast du hier, Status ist zum Beispiel Alter. Ja, Budget, Höhe. Also es gibt zum Beispiel Experten, Facebook-Werbeanzeigen-Experten, die sehr gut sind, die empfehlen zum Beispiel, dass wenn du ein neues Facebook-Werbeanzeigekonto eröffnet hast, das heißt, du bist jetzt Mittelständler, hast 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter, hast noch nie Werbung geschalten auf Facebook, eröffnest heute dein Werbe-Facebook-Konto, dass du erstmal eine Kampagne, also eine total sinnlose Kampagne, Hauptsache sie ist komplett soft. Ja, also keine starken Werbetexte, also letztendlich so, dass du so weich wie nur irgendwie möglich, nicht mit dem Ziel, irgendwelches Geld damit zu verdienen oder irgendwelche Leads zu generieren oder irgendwelche Interessenten, sondern alleine nur da mit dem Ziel, dir hier sozusagen ein Trust-Ranking, ja, bei Facebook hier dir zu erarbeiten, ja, dass ich aus Kriterien wie Alter deines Facebook-Werbeanzeigenkontos, ja, Budget, was du ausgegeben hast. Also es ist quasi so, wenn du zu Facebook sagst, hey, ich bin bereit, jeden Monat 1.000 Euro zu investieren und das auf einen Zeitraum für die nächsten 20 Jahre. Dann sagt Facebook, bravo, das finden wir super. Ja, und wenn du sagst, ja, hallo Facebook, ich bin bereit, nur 500 Euro auf Facebook auszugeben und das nur auf einen Zeitraum der nächsten 3 Monate und da möchte ich gefälligst möglichst viel Geld damit verdienen, ja, dann wird Facebook sagen, naja, finden wir weniger gut, kriegst einen weniger hohen Trust-Rank. Ja? Und entsprechend werden deine Facebook-Anzeigen weniger oft und stark ausgespielt, entsprechend höher ist der CPC, also du zahlst einfach mehr für weniger, ja, das ist der CPC ist Cost per Klick, ja. Und das muss man einfach mal verstanden haben, wenn wir von diesem ganzen Facebook-Werbeanzeigen-Thema sprechen, ja. Denn die ganzen Leute, die von Facebook-Werbeanzeigen-Themen sprechen, ja, auf YouTube, was weiß ich irgendwo, ja, das sind ja meistens diejenigen, die auch das als Dienstleistung verkaufen oder zumindest indirekt verkaufen oder als Coach irgendwelche Kurse verkaufen und so weiter, ja, oder Coachings und Consultings und so weiter. So wie ich ja auch indirekt teilweise, ja. Aber die natürlich nur sehr, sehr wenig erwähnen, ja, wie schwierig, also was du letztendlich realistisch, ja, mal an den Tag legen musst, an Geld, um überhaupt mal auf ein Niveau zu kommen bei Plattformen wie Facebook, dass es sich überhaupt so mal, dass du sagst, okay, now I'm part of the game, ja, jetzt kann ich mitspielen, ja, mit den Mitbewerbern, die bei mir eh schon in der Regel dort bieten, ja, in dieser Auktion, weil wir sind in einem Raum, sagen wir mal, da sind 1000 Leute drin, ja, und es gibt eben nur 3 Gemälde, ja. Und von den 1000 Leuten bieten 100 eben auf diese 3 Gemälde. Nur 3 von diesen 100 werden die Gemälde dann eben auch erwerben können. Ja? Und genauso ist es eben diesen Auktionssystemen wie Google eben auch. Und es gibt halt einfach Google-Klickpreise, die sind halt einfach 20 oder 30 Euro hoch. Ja? Und es gibt natürlich auch Google-Klickpreise, die sind nur 50 Cent. Ja? Gibt es natürlich auch. Ja, aber das ist einfach nur eine Sache, die man auf jeden Fall kommunizieren muss, bevor man sich in dieses Gebiet reinwagt. Und das habe ich natürlich alles bei der Telefonakquise nicht. Ja? Bei der Telefonakquise, da brauche ich diesen Status nicht. Ja? Ich kann theoretisch, ja, einfach auch als Hausfrau, was ja auch Mütter, ja, oder werdende Mütter oder Mütter, die Mütter geworden sind und vielleicht mal in einer IT-Firma gearbeitet haben und sehr viel über IT Bescheid wissen oder über Marketing oder beides, ja, das sind für mich teilweise die absolut besten Mitarbeiter, die können von zu Hause aus dann irgendwie telefonieren oder was auch immer, die können sozusagen, die haben quasi null Start, der Status ist halt Mutter. Ja? Für mich persönlich ist es ein sehr hoher Status, aber Stellenwert, aber halt in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht so. Aber du brauchst diesen Status nicht. Und als Werbe sozusagen
Werbeanzeigenschalter auf Facebook und Co. Ja, brauchst du, hängen deine Klickpreise, also sozusagen das Geld, was du reingeben musst, ja, um eine gewisse Menge an Resonanz zu erzeugen, an Interessenten etc., hängt sehr stark von deinem Start, von dem Status deines Kontos ab. Das ist so ein bisschen wie Bonität. Ja, es ist tatsächlich so, also ich würde mal sagen, man kann hier sozusagen auch entspricht. Entspricht der Bonität. Ja, entspricht der Bonität, wie zum Beispiel, wenn du jetzt zur Bank gehst und Person A will 10.000 Euro sich ausleihen als Darlehen und bekommt das für 2% Zinsen. Ja, und Person B will 10.000 Euro sich ausleihen und muss 7% Zinsen zahlen. Warum? Weil Person B eben insgesamt kein Geld hat oder schon einen Haufen Schulden. Und Person A ist Multimillionär und bekommt dann die 10.000 Euro auch noch für sozusagen für ein Apfel und ein Ei. Also das Prinzip ist hier ganz ähnlich mit der Bonität in der Finanzwelt und eben auch mit dem Statusprinzip, mit dem Trust, mit dem Vertrauen, das du eben mal erst einmal erzeugen musst, mit dem ganzen Thema Facebook-Werbeanzeigen. Ja? Und in LinkedIn beim Sales Navigator, in LinkedIn, ja, ist es aktuell noch nicht ganz so schlimm, aber das sind die Klickpreise von vornherein, ich würde mal sagen, um die 4 bis 5 Mal höher. Warum? Weil du natürlich ein viel viel dedizierter Targetgruppen hast, ja, Zielgruppen. Auf Facebook, ich kann dir eines versprechen, auf Facebook ist es so, wenn du anfängst, musst du erstmal Facebook, das kommt noch hinzu, ja, musst du erstmal Facebook eine Zeit lang Daten sammeln lassen, damit die Algorithmen überhaupt funktionieren. Ja? Also wenn du auf Facebook gewisse Zielgruppen auswählst und schickst dann Geld in die Kampagne, dann ist es häufig so, dass selbst wenn du gewisse Zielgruppen ausgewählt hast, du am Anfang irgendwelche Klicks bekommst von Leuten aus Osteuropa, die nicht mal Deutsch richtig sprechen und so weiter. Also es ist wirklich so, dass Facebook teilweise eine gewisse Zeit braucht, ja, 6, 8 Wochen, wo du eine Kampagne laufen lassen musst, gewisse Dinge ausprobieren musst, bis du letztendlich Facebook selber verstanden hat, okay, das sind die Leute, die sozusagen auf die Werbeanzeige, die Landingpage und was auch immer passen. Ja. Der Facebook-Algorithmus kann sehr stark sein, aber du musst ihm erstmal eine Menge Geld in den Rachen reinschieben, ja, damit er lernen kann, ja, und versteht, welche Art von Leute für dich relevant sind. Und das kannst du eben über Sales Navigator, letztendlich das Vielfache an Informationen, was du pro Person, pro Persona hast auf LinkedIn, kannst du dort eben sozusagen ausgleichen und was dich letztendlich dann aber auch in der bezahlten Werbung pro Klick mehr kostet. Ja, also da gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Aber das Gute ist bei LinkedIn, du musst ja nicht unbedingt bezahlte Werbung schalten, sondern kannst über den Sales Navigator schon so viel machen und auch selbst ohne den Sales Navigator. Ja, ich habe zum Beispiel Mitarbeiter oder auch Kunden, die arbeiten ohne Sales Navigator. Und es ist einfach hervorragend, was man da alles machen kann. Also wenn du mehr Fragen dazu hast, dann einfach nochmal in die Kommentare reinhauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Thema. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, im nächsten Video. Hau rein, bis dann, dein Thomas Klein. Daumen hoch und happy hunting. Ja? Ciao, ciao.